Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung, die eine Premiere ist. Wir präsentieren heute Abend das Grünbuch Soziale Teilhabe in Deutschland. Und ich bedanke mich ganz herzlich vor allem bei den Autorinnen und Autoren dieses Werks. Einige von Ihnen sind heute Abend anwesend für ihre Mitarbeit. Bei Sigrun Mathiesen für die redaktionelle Betreuung dieser Publikation. Und last not least möchte ich mich bei Dorothee Schulte-Basta, unserer Referentin für Sozialpolitik, und ihrem Team ganz herzlich bedanken für die Konzeption und Begleitung des Projekts und dafür, dass sie die Veranstaltung heute Abend und die folgende Fachkonferenz morgen auf die Beine gestellt haben. Dort werden alle Autorinnen und Autoren des Grünbuchs ihre Ergebnisse vorstellen und wir werden nach den daraus resultierenden politischen Konsequenzen fragen. Heute Abend ist also der Auftakt. Nicht nur der Morgenkonferenz, sondern einer längerfristigen Auseinandersetzung mit diesem Thema. Ich komme am Schluss nochmal darauf. Freiheit und Gerechtigkeit sind der Sinn von Politik, um Hannah Arendt ein wenig zu variieren. Und wie es mit Gerechtigkeit bestellt wird, wird nicht zuletzt bei der Verteilung von Teilhabechancen sichtbar. Und das ist der tiefere Grund für dieses Projekt, das ich Ihnen kurz jetzt als Eingang unserer Diskussion vorstellen möchte. Die soziale Frage, also die Frage nach der gerechten Gestaltung der Lebensbedingungen von Menschen, entscheidet sich eben nicht nur in der klassischen Sozialpolitik, sondern auf vielen anderen Politikfeldern, Bildung, Arbeitspolitik, Stadtplanung oder auch in der Umweltpolitik, in der es um die Generationengerechtigkeit geht. Die Böll-Stiftung hat sich schon in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Gerechtigkeitsthema auseinandergesetzt, zum Beispiel 2015 in einer großen Konferenz zu Generationengerechtigkeit oder im vergangenen Jahr mit einer Tagung Die grüne Erzählung von Gerechtigkeit und Teilhabe, bei der wir das Thema unter ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet haben. Mit dieser Publikation legen wir unser Augenmerk besonders auf die sogenannten verwundbaren Gruppen und auf die Zonen sozialer Verwundbarkeit, also auf die Bereiche, in denen die Weichen Richtung Aufstieg oder Abstieg, Integration oder Ausgrenzung gestellt werden. Die Beiträge des Grünbuchs fassen die relevanten Forschungsergebnisse so zusammen, dass ihre politischen Implikationen deutlich werden. Sie sollen damit den Boden für eine offene und nüchterne Debatte über Strategien gegen soziale Exklusion positiv formuliert für eine Politik gesellschaftlicher Teilhabe bereiten. Die Begriffe Exklusion, Inklusion oder Teilhabe sind weniger eindeutig, als sie auf den ersten Blick suggerieren. Woran messen wir die entsprechenden Befunde? Welche Kriterien legen wir ihnen zugrunde? Wie gewichten wir zum Beispiel Einkommen, Bildung, Beschäftigungsstatus, Wohnverhältnisse, Zugang zu Mobilität, zu Gesundheitsdiensten oder die Einbettung in tragfähige soziale Netzwerke? Gibt es eine Hierarchie zwischen diesen verschiedenen Kriterien? Wie hängen sie miteinander zusammen? Und wie weit sind sie überhaupt politikfähig, also können politisch gestaltet werden? Diese Fragen werden vor allem in Kapitel 1 der Publikation unter dem Obertitel Wandel, eine Analyse des Sozialen behandelt. Es fragt danach, was die gegenwärtigen Bedingungen des Sozialen in der deutschen Gesellschaft ausmacht, was hat sich verändert mit Blick auf Erwerbsarbeit und öffentliche Güter und welche gesellschaftlichen Entwicklungen untergraben soziale Teilhabe. Im Kapitel 2 Brüchigkeit sozialer Positionen und staatliche Garantien fragen wir danach,
für welche Gruppen aus latenten Gefährdungen tatsächliche Exklusionsrisiken erwachsen. In einschlägigen Debatten ist viel von Ausgeschlossenen oder Abgehängten, von Prekariat, Abstiegsängsten oder Verwundbarkeit die Rede. Was und wer mit den jeweiligen Begriffen genau gemeint ist, bleibt dabei oft unklar, ebenso wie die Frage, ob gefühlte oder reale Verluste diskutiert werden. Der zweite Teil des Grünbuchs will hier für mehr Klarheit sorgen. Unser Augenmerk gilt vor allem den besonders gefährdeten gesellschaftlichen Gruppen, also Menschen mit Migrationshintergrund, Jugendliche ohne Schulabschluss, Alleinerziehende und ihre Kinder sowie ältere Langzeitarbeitslose. Im Kapitel 3, Teilhabe, bewährte Strategien und neue Begrifflichkeiten, geht es vor allem um gelingende Teilhabe. Welche gesellschaftlichen Faktoren und individuellen Fähigkeiten sind der Schlüssel für soziale Inklusion? Angesichts der Komplexität dieser Fragestellungen beschränkt sich das Grünbuch geografisch auf die Bundesrepublik Deutschland, sozial auf jene, die einen langfristig gesicherten Aufenthaltsstatus haben. Dabei konzentrieren wir uns auf die Bereiche sozialer Teilhabe, die materiell beschreibbar sind. Es geht also vor allem um die empirisch belegbaren harten Faktoren Einkommen, Bildung, Familienverhältnisse und Wohnen. Aus Gründen der empirischen Evidenz, auch das eine Einschränkung, nimmt das Grünbuch das Internet nicht als besonderen Ort gesellschaftlicher Teilhabe auf. In vielen Foren und Netzwerken ist noch nicht einmal klar, wer die Akteure sind. Sind es reale Personen oder sind es Social Bots? Wir wissen nicht, wie weit das Ranking von Themen und die Dynamik von Debatten auf die speziellen Algorithmen von Facebook, Google und Co. zurückgehen. Und wir können nicht ausschließen, dass Meinungsäußerungen im Netz doch nur bezahlte PR sind. Einstweilen bleibt also fraglich, ob Online-Beteiligung gleichzusetzen ist mit gesellschaftlicher Teilhabe. Eine Frage, die uns aber doch relevant und spannend genug erschien, dass wir sie morgen auf der Fachkonferenz behandeln werden. Die Analysen dieses Grünbuchs bekräftigen, dass die mit dem sozialen Wandel einhergehenden Exklusionsrisiken überproportional von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen getragen werden. Das ist keine neue Erkenntnis, dennoch bleibt sie hochrelevant, handlungsrelevant. Wer keine oder nur eine einfache Berufsausbildung hat, arbeitet besonders häufig in ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen und wird häufiger und länger arbeitslos als andere. Ein Drittel aller Alleinerziehenden mit einem Kind sind auf Leistungen nach Sozialgesetzbuch 2 angewiesen. Bei 2 und mehr Kindern liegt der Anteil sogar noch höher. Alleinstehenden droht bei Arbeitslosigkeit schneller und nachhaltiger der soziale Abstieg als denjenigen, die in solchen Krisen durch Einkommen oder Vermögen der Partnerin oder des Partners unterstützt werden. Diese Gruppen haben trotz aller Unterschiede eines gemeinsam: Sie gehören zur Einkommensunterschicht und sind materiell schlechter gestellt als der Durchschnitt. Auch in der Mittelschicht wächst die Klage über Verunsicherungen und neue Belastungen. Im Beruf nehmen die Anforderungen an Qualifikation und Flexibilität zu, in manchen Berufsgruppen der Leistungsdruck. Jüngeren wird, selbst wenn sie gut ausgebildet sind, die langfristige Lebens- und Familienplanung durch befristete Verträge erschwert. Das ist auch ein kontroverses Thema in der Böll-Stiftung. In der Mitte des Lebens sind berufliche Anforderungen nur schwer mit der Sorge für Kinder oder hilfsbedürftige Eltern in Einklang zu bringen. Dennoch haben bildungsstarke Mittelschichtfamilien zumeist die notwendigen Ressourcen, mit diesen neuen Unsicherheiten und Belastungen so umzugehen, dass sie eben nicht zu sozialem Ausschluss führen. Wer über das entsprechende kulturelle wie soziale und finanzielle Kapital verfügt und auch materiell von Familienmitgliedern unterstützt wird,
dessen gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten sind auch in Phasen von Erwerbslosigkeit oder prekärer Beschäftigung kaum eingeschränkt. Der Unterschied zwischen latenter Unsicherheit, die zunehmend um sich greift, und konkreten Teilhabeverlust ist bedeutsam, wenn wir eine neue, auf faire Teilhabechance zielende Politik des Sozialen entwickeln wollen. Eine solche Politik muss dort ihre Ressourcen bündeln, wo sich Prekarität und Teilhabebarrieren zu verfestigen drohen. Der politische Handlungsbedarf, das legen die Analysen des Grünbuchs nahe, besteht dabei auf drei Ebenen. Diskursiv, bei der Formulierung und dem Aushandeln von Teilhabeansprüchen für gesellschaftliche Gruppierungen, die von Exklusion bedroht sind. Praktisch, wenn es darum geht, dass bereits anerkannte Teilhaberechte auch tatsächlich von allen verwirklicht werden können. Und schließlich strukturell, bei der Frage, wie angesichts der zunehmenden Ausdifferenzierung von Bedürfnissen und sozialen Lagen gesamtgesellschaftliche Kohäsion im Sinne von fairer Teilhabe für alle gewährleistet werden kann. Mit anderen Worten, wie definieren wir eine übergreifende Vorstellung sozialer Teilhabe in immer stärker fragmentierten Gesellschaften? Es liegt auf der Hand, dass diese Frage auch vor dem Hintergrund des Vormarschs fremdenfeindlicher, nationalistischer und autoritärer Bewegungen und Parteien von großer politischer Brisanz ist. Es geht um die Vermittlung von Vielfalt und Gemeinsamkeit, von Individualität und Zugehörigkeit, von Eigenverantwortung und kollektiven Rechten. Aus unserer Sicht kommt den öffentlichen Gütern, der sozialen und kulturellen Infrastruktur unserer Gesellschaft eine zentrale Rolle für eine Politik sozialer Inklusion zu. Das könnte auch eine eigenständige Antwort der Grünen auf die Frage nach sozialer Gerechtigkeit heute sein. Die Präsentation des Grünbuchs ist der Auftakt für einen längerfristigen Diskussionsprozess, zu dem wir Fachleute aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft einladen. Zum Abschluss dieses Prozesses sollen Handlungsempfehlungen für eine neue Teilhabestrategie in einem Weißbuch soziale Teilhabe münden. Dabei wollen wir nicht nur das Bild einer Gesellschaft entwerfen, die nach Maßgabe der Teilhabegerechtigkeit für alle umgestaltet wird. Es soll auch der Versuch unternommen werden, den Weg zu diesem Ziel anhand konkreter Maßnahmen und Schritte zu beschreiben. Damit ende ich erstmal die Vorstellung des Grünbuchs, bedanke mich sehr für Ihr Interesse und übergebe an Ursula Weidenfeld, die den heutigen Abend moderieren wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Füchs. Bleiben Sie doch gleich hier oben. Und die anderen Diskutanten darf ich bitte auch bitten. Frau André, bitte nach ganz auf die mir gegenüberliegende Seite. Herr Füchs daneben, Frau Domscheit-Berg und Herr Dörre. Wir können vielleicht auch genau die Schilder noch mal verteilen. Herr Füchs, Sie haben gar keins. Doch. Achso, super. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu der Diskussion. Wir haben uns ungefähr vorgenommen, sogar ziemlich genau vorgenommen, um 19.30 Uhr hier auch fertig zu sein. Die meisten von Ihnen müssen sich ja für morgen auch vorbereiten auf die Fachtagung, sodass wir eine gute Stunde für die Diskussion haben, die wir zuerst hier auf dem Podium führen wollen und dann mit Ihnen. Ich darf Ihnen die Gesprächspartner vorstellen, ganz aus Kerstin André, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Herrn Füchs haben Sie ausführlich erlebt. Anke Domscheit-Berg ist Publizistin, Internetaktivistin, Unternehmerin und wird für Die Linke im nächsten Bundestagswahlkampf ziehen und da für Brandenburg kandidieren. Und Klaus Dörre, Soziologe von der Universität Jena. Herr Dörre, Sie haben in dem Grünbuch einen Aufsatz geschrieben über die Realität der Arbeitswelt heute. Sie haben das beschrieben mit dem Postbotenprinzip. Also Sie beschreiben einen Arbeitnehmer, der auf der einen Seite
einen sicheren Job hat, auf der anderen Seite aber eben die Entwertung seiner Arbeit täglich dadurch erlebt, dass die Arbeitszeiten steigen, dass er unentgeltlich länger arbeiten muss. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, die Realität in Deutschland ist doch, dass wir nie so viele Erwerbstätige hatten wie heute, nie so viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse wie heute, selten eine so niedrige Arbeitslosigkeit wie heute, nie eine so hohe Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben wie heute, nie so viel Partizipation wie heute, wenn man sich benachteiligte Gruppen auf dem Arbeitsmarkt anguckt. Und ich habe mich gefragt, wie passt das zusammen? Die Frage stellen sich nicht nur Sie, sondern überall, wo ich... Ja, Sie sind der Experte, Sie müssen antworten. Ja, überall, wo ich in der Welt hinkomme, von Johannesburg bis, sagen wir mal, Guangzhou, China, sobald ich irgendwas Kritisches zum deutschen Arbeitsmarkt sage, zeigen Sie mir nicht gerade einen Vogel, aber sagen die, also Entschuldigung, wenn irgendein Land die Outsider-Insider-Probleme am Arbeitsmarkt gelöst hat, ist es Deutschland. Und warum jammerst du rum? Wir haben ganz andere Probleme. Das ist so in etwa die Standardantwort, die ich kriege, insbesondere in Brüssel oder Straßburg. Also warum jammern Sie rum? Warum jammern Sie? Ich jammere gar nicht, sondern analysiere und stelle zunächst mal Folgendes fest. Wenn Sie sich das Volumen an bezahlten Arbeitsstunden anschauen, dann liegt das gegenwärtig immer noch knapp unter dem bezahlten Arbeitsvolumen von 1991. Am Samstag trotzdem gehört der Papa mir. Da könnte man jetzt auch sagen, Arbeitszeitverkürzung ist jetzt auch keine schlechte Errungenschaft. Keine schlechte Errungenschaft, wenn das gleichmäßig verteilt wäre. Wenn man sich aber die realen Arbeitszeiten anschaut, dann haben wir am oberen Ende bei den qualifizierten überlange Arbeitszeiten, wollen wir gar nicht über einen Tarif reden, nicht, sondern über das, was real gearbeitet hat. Da sind wir in der IT-Industrie, aber nicht nur dort, bei qualifizierten Angestellten leicht bei 50, 60, 70, ne, oder mehr. Und ganz unten haben wir Gruppen, über die auch schon die geredet wurde, die auch nach eigenen Ansprüchen zu wenig arbeiten. Also im Durchschnitt 12 Stunden pro Woche und auch entsprechend wenig verdienen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht es da immer um 3 Stunden. Ne? Die viel arbeiten, würden gerne 3 Stunden weniger. Die wenig arbeiten, würden gerne 3 Stunden mehr. Jetzt würde man sagen... Das sind so Durchschnittswerte, muss man vorsichtig sein. Ne? Also mit solchen Durchschnittswerten. Also das ist sehr unterschiedlich. Könnte mir vorstellen, wenn jemand tatsächlich, sagen wir mal, in Schichtarbeit arbeitet, der könnte auch noch ein bisschen weniger als nur 3 Stunden weniger arbeiten und so weiter. Nicht? Das Hauptproblem auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist im Moment welches? Ich spreche von einer prekären Vollerwerbsgesellschaft. Das heißt, wir haben eine Rekordzahl an Erwerbstätigen, aber wir haben die Integration in den Arbeitsmarkt für immer größere Gruppen über unsichere, schlecht bezahlte, wenig anerkannte Beschäftigungsverhältnisse. Wenn man davon ausgeht, dass Arbeit immer noch der Hauptschlüssel für gesellschaftliche Teilhabe ist, wäre Ihre Konsequenz welche? Mit einer kurzen Antwort wäre der erste Ansatz Politik der Entprekarisierung. Das heißt, es müsste Druck von den untersten Gruppen am Arbeitsmarkt genommen werden. Reicht aber nicht aus, dazu kann ich dann später noch was sagen. Das vertiefen wir später. Frau Domscheit-Berg, wir wollen ja heute das ganze Große aufmachen, was die Arbeitswelt bestimmt. Herr Dörre hat uns sein Bild der Gegenwart geliefert. Sie beschäftigen sich ja ein bisschen mehr auch mit der Zukunft. Also Sie sind diejenige, die in dem Grünbuch auch den Aufsatz geschrieben hat, wie die Digitalisierung möglicherweise unsere Arbeitswelt in Kürze verändern wird. Erstens, würden Sie Herrn Dörre zustimmen? Und zweitens, was ist Ihr Thema? Na, an der prekarisierten quasi Vollbeschäftigung ist ein bisschen was dran. Die schlechte Nachricht ist, Vollbeschäftigung wird, egal in welcher Form, komplett verschwinden. Sie wird auch nie mehr wiederkommen. Das Prekäre wird aber möglicherweise bleiben, wenn wir keine radikalen sozialen Reformen uns überlegen, um das aufzufangen. Denn es gibt ja einige, die, wenn sie auf die Zukunft gucken und sagen, ja, industrielle Revolution hatten wir ja auch schon ein paar Mal in der Menschheitsgeschichte, da sterben halt viele Berufe aus, aber es sind ja auch immer wieder viele neue entstanden. Aber ich gehöre zu der Fraktion, die fest davon überzeugt ist, this time it's different. Dieses Mal ist es wirklich anders. Und wenn man sich
in den letzten Jahrzehnten, dass dann nicht Glaskugeln, sondern sind halt schon empirische Daten, die man angucken kann, die Entwicklung betrachtet, scheint sich das zu bestätigen. Da sind noch in den 90er Jahren 8% der Jobs in neuen Bereichen entstanden. In den 80er Jahren, in den 90er Jahren waren es dann nur noch die Hälfte, 4%, und in den Nullerjahren waren es nur noch 0,4%. Und das zeigt halt schon ein eher exponentielles Abnehmen neuer Jobs, obwohl das Wegfallen von Arbeitsplätzen sich exponentiell beschleunigen wird. Und vielleicht kann ich das an ein, zwei Beispielen mal vorstellbar machen. Also zum Beispiel Autoindustrie, sind wir in Deutschland immer ganz stolz drauf, das Rückgrat unserer Großindustrie sozusagen, die werden wahrscheinlich nicht am Dieselskandal eingehen, sondern darum, dass sie die Zukunft verschlafen haben. Heute werden inzwischen Autos woanders in 3D gedruckt, noch nicht in großen Stückzahlen, aber das kommt sehr bald. Ein solches Auto hat nur noch 50 Teile und nicht 5000. Da brauche ich nicht mal drüber reden, ob das ein Chinese zusammenschraubt oder ein Deutscher oder ein Roboter. Die 99,9 Montageschritte sind aber nicht mehr da. Die macht gar keiner mehr. Die sind weg. Wenn man sich dann noch überlegt, dass es Autos gibt wie das D-Blay Supercar, das kann man nach einer IKEA-Anleitung ohne Ausbildung in 30 Minuten selber die Karosserie zusammenschrauben und dann funktioniert das Teil, dann ist das eine Revolutionierung der Autoindustrie, die sich kaum einer vorstellen kann. Da waren so 10.000 Leute beim TÜV, die das dann abnehmen. So viele wahrscheinlich nicht, aber natürlich ist der Einwand berechtigt, dass auch viele neue Berufe entstehen. In Australien zum Beispiel gibt es jetzt Pizzalieferungen per Drohne und danach, in Australien sind ja auch große Distanzen, wenig Bevölkerungsdichte, ja, da so eine runterfallende Drohne richtet da nicht so viel Schaden an, da trifft vielleicht mal ein Känguru, aber trotzdem entwickelt sich da nur etwas früher, was wir hier auch haben werden, und da wurde da zum Beispiel der Pizzalieferant, der wurde gefragt, was ist denn jetzt mit den ganzen Fahrern, die da wegfallen, der hat die Schultern gezuckt und gesagt, entstehen ja auch neue Arbeitsplätze, er braucht jetzt einen Drohnenflottenmanager. Das stimmt wahrscheinlich, aber dieser eine Drohnenflottenmanager wird vermutlich sehr viele andere Fahrer ersetzen. Ja? Also die zahlen Menschen nicht. Möglicherweise, wenn man auf die Gruppen, auch die sozialen Gruppen guckt und unser Thema Teilhabe nochmal anschaut, dann könnte man ja auch annehmen, dass eben der Facharbeiter, dem es heute ja super geht und der heute überhaupt keine Probleme hat, weder was sein Einkommen noch seinen Wohlstand noch seine soziale Teilhabe betrifft, dass der in Zukunft eher ein Problem haben wird, wenn es so kommt, dass, wie Sie sagen, dass die Autos künftig gedruckt werden oder gebastelt. Auf der anderen Seite gibt es ja eine Studie des IAB, also des Arbeit, des Wissenschaftlichen Instituts der Bundesagentur für Arbeit, die sagen, 75% aller Berufe in Deutschland werden von der Digitalisierung betroffen sein, werden sich verändern, aber komischerweise diejenigen am wenigsten, die am wenigsten qualifiziert sind oder die am wenigsten auch gesellschaftliche Anerkennung im Moment genießen. Also ich erinnere mich an den Beruf der Fußpflegerin, der da irgendwie mit 2% nur von der Digitalisierung betroffen sein würde. Pflegekräfte auch ganz wenig öffentliche Verwaltung. Darüber können wir dann gleich nochmal reden, warum das so ist. Also möglicherweise ist es ja so, dass die Berufe, die heute besondere Probleme haben, eben auch im gesellschaftlichen Ansehen, in ihrem Anspruch an gesellschaftliche Teilhabe, auch an Bezahlung, dass die massiv profitieren. Also ich glaube, dass es deshalb zum Beispiel eine Care Revolution geben wird und dann wahrscheinlich eines Tages die Männer extrem scharf auf Altenpflegerjobs sind, weil es zu den wenigen Jobs gehören, die noch Jobs sind. Also die Menschen machen, ja. Also das wird dann natürlich auch, das kennen wir auch aus anderen beruflichen Veränderungen der Geschlechterzuordnung zu einem bestimmten Beruf, dass in dem Moment, wo mehr Männer reinkommen, auch Gehälter steigen. Aber wenn insgesamt, die Wertschöpfung wird ja nicht abnehmen, die Wertschöpfung gesamtgesellschaftlich wird weiter steigen, nur sind weniger Menschen daran beteiligt. Das heißt, ich muss überlegen, wie ich das verteile. Wenn die Wertschöpfung da ist, kann ich natürlich denen, die noch Jobs haben, zum Beispiel auch Grundschullehrerinnen oder Lehrer, die kann ich dann endlich auch besser bezahlen. Insofern ist es ja auch nicht alles schlecht, aber trotzdem muss man sich überlegen, wie man die Wertschöpfung halt so verteilt, dass alle was davon haben, auch die ganz vielen, die überhaupt keinen Job mehr haben werden. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn man dann sich als politisches Ziel nur auf Dinge wie Vollbeschäftigung, Mindestlohn, bessere Tarifverträge, das betrifft alles nur Menschen, also Vollbeschäftigung gibt es ja dann nicht mehr, aber diese anderen Aspekte betreffen halt nur Menschen, die einen Job haben. Und vielleicht werden es aber 30-40% der arbeitsfähigen Bevölkerung nicht mehr haben. Und wir müssen uns eine Gesellschaft gestalten,
die die Würde des Menschen unabhängig macht von Verfügbarkeit einer bezahlten Erwerbstätigkeit. Arbeitsmangel haben wir ja nicht. Es gibt genug Arbeit. Kein Mensch wird sich langweilen. Und wer die Vorstellung hat, wenn man zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, wäre ja so ein Ding, wenn man das machen würde, dann würden alle die Füße hochlegen, da soll man einen Rentner fragen. Das werden wir dann gleich auch nochmal vertiefen. Frau André, wenn Sie diese beiden Szenarien hören, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, also einmal das Gegenwartsszenario, was heißt Prekarisierung großer Teile der Arbeitswelt, der schon auch inzwischen qualifizierten Arbeitswelt, und dann das von Frau Domscheit-Berg, das heißt, in Zukunft wird alles noch viel schlimmer. Lohnt es sich dann überhaupt noch, Politik zu machen? Also ich möchte erstmal zu Herrn Dörre sagen, ich glaube auch, dass wir eine Gesellschaft der zwei Gesichter haben. Also es gibt durchaus Profiteure, Wohlstandsgewinner, sichere Systeme, sichere Absicherungen, aber es gibt in allen Bereichen, in allen Lebenslagen einen Teil, der wirklich wegdriftet. Verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit, befristete Arbeitsverträge, die sich aneinanderreihen, Unsicherheitsfaktoren. Deswegen würde ich nicht ein Bild zeichnen, so habe ich Sie auch nicht verstanden, dass unsere ganze Arbeitswelt im Niedergang ist, und zwar heute schon, aber diese Gesellschaft der zwei Gesichter, die finde ich schon wichtig, dass man da auch sehr zielgenau die Politik dann danach ausrichtet. Und zur Digitalisierung, ich habe mich jetzt lange damit beschäftigt, wir haben als grüne Fraktion uns da auch versucht zu positionieren, und ich sage betont versucht, weil ich erstens keine für mich nachvollziehbare, und so habe ich den Artikel auch nicht verstanden, heute schon nachvollziehbare Perspektive habe, was passiert eigentlich. Ja, Digitalisierung, wenn ich sie über die Automatisierung, über die Vernetzung und eben über Veränderungen in der Arbeitswelt, wenn ich mir das so anschaue, dann gibt es manche Prozesse schon, die haben unterschiedliche Auswirkungen, aber es ist unglaublich schwer zu sagen, wie sich es tatsächlich in der Summe darstellen wird. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, was positiv ist. Es sind einige Ältere unter uns, und Sie erinnern sich vielleicht noch an diese Mülltonnen, die wir früher hatten. Das waren diese grauen, extrem schweren Mülleimer. Ja? Die hatten wir vollgemacht oder die an den Straßenrand gestellt. Wenn Sie da 8 Stunden als Müllabfuhr mitgefahren sind, wussten Sie nach den 8 Stunden definitiv, was Sie gemacht haben, weil diese Dinger waren grottenschwer. Inzwischen gibt es Maschinen, ja, da wird das dann alles irgendwie mit so einem Hebearm in das Müllabfuhrauto geführt. So, jetzt haben wir mal nachgeguckt, wie hat sich eigentlich die Arbeitsmarktsituation in der Entsorgungswirtschaft entwickelt. Und was ist? Die Arbeitsplätze haben zugenommen, weil der ganze Bereich des Recyclings, der Entsorgungswirtschaft etc. etc. ein völlig neues Feld aufgemacht hat. Ja, aber nur weil Sie uns gezwungen haben, den Müll zu trennen, nicht wegen der Tonnen. Ja, weil die ökologische Modernisierung dazu führt, dass wir mehr Jobs haben. Das war jetzt ein bisschen einfach, aber wenn Sie mir diese Steilvorlage geben. Also das heißt, es gibt Veränderungsprozesse, die sind auch positiv. Und jetzt werden wir natürlich in ganz vielen Bereichen, immer da, wo Algorithmen eine Rolle spielen, wo der Computer besser ist als das menschliche Hirn, da werden wir Veränderungen am Arbeitsplatz haben. Wir hatten das im Übrigen Strukturwandel zum Beispiel in der Kohleindustrie auch. Ja, da gab es aber überhaupt noch gar keine Digitalisierung. Da waren Hunderte von Leuten, Tausende von Leuten damit konfrontiert, dass auf einmal ihr Job in der Form nicht mehr da war. Und trotzdem ist es in diesen Regionen gelungen, was Neues anzubieten. Wofür ich nur plädiere, letzter Satz, ich sehe das Mikrofon, wofür ich nur plädiere, ist, dass wir nicht schwarz zeichnen. Das wird uns nichts bringen. Die Digitalisierung ist ein Prozess, der auf uns zukommt, und wir müssen ihn gestalten. Aber wenn wir ihn angstgetrieben gestalten, ja, dann nehmen wir die Menschen da auch nicht mit, und er macht vielen Leuten ja auch zu Recht Angst, weil sie wirklich Sorge haben, was macht es mit meinem Arbeitsplatz. Und ich glaube, die Politik ist gefragt, hier wirklich gestalterisch vorzugehen und auch Alternativen anzubieten. This time is different. Also Frau Domscheit-Berg hat ja diesen Satz zitiert, der ja in der Ökonomie eine große Rolle spielt, der aber ja auch in der Beschreibung der Digitalisierung eine große Rolle spielt. Eben die Annahme, dass jede Zeit denkt, ihre Zeit sei besonders und folge besonderen Gesetzen, aber am Ende folgt doch jede Zeit denselben Gesetzen. Ist diese Zeit ein Unterschied? Also ist die Digitalisierung eine Herausforderung, wie wir sie noch nie hatten? Sie ist sie aus meiner Sicht deswegen, weil der Markt, auf dem es spielt, kein nationaler mehr ist. Wir konkurrieren 24 Stunden weltweit. Es spielt keine Rolle mehr. Die große Herausforderung ist beim ganzen Thema Arbeitsrecht, bei der ganzen Frage soziale Sicherungssysteme. Jeder, der im digitalen Bereich unterwegs ist, konkurriert weltweit mit alternativen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder mit anderen. Die Unternehmen werden sich nicht mehr auf nationale Arbeitsmärkte beziehen, sondern können sich auf internationale Arbeitsmärkte beziehen. Und das auch nicht 9-to-5, sondern 24 Stunden. Deswegen ist dieser Veränderungsprozess und die Dynamik, die dahinter ist, tatsächlich eine, die wir in dem Tempo noch nicht hatten.
Herr Füchs, wir reden ja über Arbeit, weil Arbeit ein zentraler Baustein gesellschaftlicher Teilhabe ist. Aber Arbeit ist ja nicht der einzige Baustein gesellschaftlicher Teilhabe. Im Grünbuch kommen viele andere Aspekte des Lebens und des gesellschaftlichen Lebens der Teilhabe vor. Würden Sie sagen, Digitalisierung ist tatsächlich der Punkt, der uns am meisten beschäftigen wird in den nächsten Jahren? Oder sind es die Gruppen, die Sie genannt haben, mit denen wir ja seit Jahrzehnten nicht gut zurechtkommen? Also wenn man sagt, wir haben verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit, das ist kein neues Phänomen für Deutschland. Wir haben große Probleme, die Alleinerziehende mit Kindern haben. Das ist kein neues Phänomen in Deutschland. Wir sehen große Probleme, die diejenigen haben, deren Arbeit dequalifiziert ist. Auch das ist nicht neu. Wir sind nicht besonders gut darin, diese Probleme zu lösen und zu heilen. Werden wir besser oder können wir besser werden? Ich will nochmal bei dem Versuch der Diagnose anfassen. Wenn das Heikle und das Gute gleichzeitig ist, ja, dass man Zukunft nicht wirklich voraussagen kann. Sozusagen per Definition im Nicht, weil wir nicht wissen, was es morgen alles an nicht vorhersehbaren sagen, geben wird. Und das Gute daran ist eben, dass das vielleicht auch ein Stück Optimismus gegenüber so pessimistischen Extrapolationen bauen kann, ja, die einfach bestehende Tendenzen in die Zukunft verlängern. Zu Beginn der Industrialisierung haben mehr als 80% der Bevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet. Heute sind es noch 2% oder sowas. 0,9. Was ich damit sagen will, ist, dass struktureller Wandel eine Begleiterscheinung der industriellen Moderne war, ist und bleiben wird. Und das Besondere unserer Zeit ist vermutlich, dass dieser strukturelle Wandel sich permanent beschleunigt. Und das ist auch die große Herausforderung. Auf ganz vielen Ebenen, ob das Globalisierung ist, ob das Digitalisierung ist, ob das demografischer Wandel ist, ein Faktor, über den wir noch gar nicht geredet haben. Ich meine, diese ganzen Prognosen zur Arbeitslosigkeit, also Verlust von Erwerbsarbeit, die muss man ja kontrastieren mit dem Rückgang des Erwerbspotenzials in unseren Gesellschaften. Ich bin mir nicht sicher, wie diese Gleichung dann am Ende sagen, aufgehen wird. Oder ob das der Widerspruch ist zwischen zunehmender Individualisierung unserer Gesellschaft, die ja erstmal ein Gewinn an Freiheitsoptionen ist, an individueller Selbstverwirklichung, die aber Verlust ist von Sozialkapital, um es mal technokratisch auszusprechen. Ja, wir sind ja auch in einem Widerspruch, dass einerseits die Erwartungen an staatliche Dienstleistungen ständig steigern, auch als Reflex auf die Individualisierung der Gesellschaft, also etwa was Kinderbetreuung oder was Pflege angeht, verlagern sich die Erwartungen immer mehr auf öffentliche Dienstleistungen, weil wir eben nicht mehr garantieren können, dass wir das als Familiendienstleistungen erbringen können. Und gleichzeitig gibt es eine Kritik an wachsender Staatsquote und der Ausweitung von Staatstätigkeit. Das passt nicht zusammen. Also, was ich sage, dass wir uns in ständigen Zielkonflikten bewegen, für die es eigentlich keine Patentlösung gibt. Wenn ich eine hätte, dann würde ich sagen, Bildung, Bildung, Bildung. Ja, das sagen immer alle und das ist auch immer, das wird auch das Ende dieser Diskussion sein. Da kann ich, das wusste ich schon vorher, Herr Füchs. Ich will das auch gar nicht lächerlich machen, das ist ja auch richtig. Was ich mich nur frage ist, wenn Sie sagen Teilhabe, und das wird ja im Grünbuch auch ausführlich diskutiert, was ist denn diese Teilhabe, wenn Sie sagen, wir haben Gruppen, die sind prekarisiert, die nehmen nicht teil, die kriegen ja irgendeine Leistung, die werden ja schon auch versorgt, aber die können nicht teilnehmen im Sinne von
gesellschaftlichen Aufstieg erleben. Die können ihren Kindern nicht die Bildungschancen geben, die Kinder anderer Eltern haben. Was ist denn jetzt die Teilhabe, über die wir reden, wenn wir sie politisch operationabel machen wollen? Ist das die Leistung, die der Staat dem Bürger schuldet? In Klammern, der Bundespräsident hat bei seiner Abschiedsrede gesagt, der Staat ist kein Versandhaus, Klammer zu. Oder ist es tatsächlich aktive Teilhabe im Sinne, wie die Grünen das formulieren würden? Ich würde das vor allem als Befähigung und sagen, Ermutigung und Befähigung sagen, beschreiben. Also zu versuchen, möglichst jeden Menschen in unserer Gesellschaft in eine Lage zu versetzen, dass er oder sie das Beste aus ihren Talenten und Fähigkeiten machen kann. Ja, also der Staat ist nicht zuständig für Ergebnisgleichheit in der Gesellschaft. Er ist auch nicht dafür zuständig, jedem ein glückliches Leben zu garantieren. In der amerikanischen Verfassung heißt es nicht von ungefähr Pursuit of Happiness, also das Streben nach Glück soll Politik unterstützen. Und dafür braucht es eben bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, bestimmte politische Weichenstellungen. Ich habe darauf in meiner Einleitung kurz verwiesen, kann man im Begriff der öffentlichen Güter bündeln. Also die soziale und kulturelle Infrastruktur der Gesellschaft, das Bildungswesen, die öffentliche Kinderbetreuung, das öffentliche Gesundheitssystem bis hin zum öffentlichen Nah- und Regionalverkehr, das Mobilität ohne eigenes Auto ermöglicht. Also diese, ich würde sagen, sozialen Institutionen der Gesellschaft zu stärken. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel auf die Probleme, über die wir jetzt reden. Frau Domscheit-Berg. Ja, mir brennt es schon die ganze Zeit auf den Nägeln, weil also einerseits möchte ich unbedingt betonen, das, was ich beschreibe, halte ich zwar für wahrscheinlich, aber auf keinen Fall für eine wirklich schlechte Entwicklung. Das ist doch total geil, wenn wir mit viel weniger Arbeit die gleiche oder mehr Wertschöpfung haben. Das einzige Problem, und das ist ja ein lösbares, ist, wie verteilt man den Wohlstand? Ansonsten heule ich doch keinen beschissenen Job hinterher. Also das ist keine schreckliche Entwicklung. Ob sie schrecklich wird, hängt einzig und allein von uns ab. Deswegen muss man sie sich rechtzeitig überlegen, wie es kommt. Und da möchte ich noch eins sagen, das ist nicht alles bloß Glaskugel und man weiß ja eh nicht, wie das kommt und früher hat sich auch alles von selber gelöst. Es ist ja so, dass die Zukunft woanders manchmal schon da ist. Und wenn wir zum Beispiel nach China gucken, wo die besonders schnell sind, wo die schönen kleinen iPhones alle herkommen, die werden von einer Firma gebaut, die heißt Foxconn. Die war immer wieder in den Schlagzeilen, weil die Leute sich da massenhaft selbst morden, weil sie so schreckliche Arbeitsbedingungen haben, schlecht fürs Image. Aber der Preisdruck ist auch in China hoch. Was macht man da? Man will gutes Image, trotzdem kleine Preise. Automatisierung wird immer billiger. Die Refinanzierung von Automatisierung dauert inzwischen nur noch im Schnitt 2 Jahre. Die entwickeln jetzt Foxbots. Die bauen sie selber. 10.000 Foxbots jedes Jahr. Und schließend jedes Jahr machen sie in einer Fabrik nach der anderen das Licht aus. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind sogenannte Dark Companies oder Dark dunkle Fabriken, weil die kein Licht mehr brauchen. Da ist kein Mensch drin. Da werden ausschließlich Roboter arbeiten und machen diese kleinen iPhones, die dann trotzdem einen Haufen Geld kosten. Aber es ist kein Mensch in der ganzen Fabrik. Das ist schon da. Wir wissen auch jetzt schon, dass es autonome Fahrzeuge überall geben wird. Den Tesla gibt es mit und ohne Autopilot. Tesla weiß inzwischen, dass die, die ihren Autopilot einschalten, 40% niedrigere Unfallraten haben. Irgendwann werden Menschen kommen und sagen, aus Versicherungs-, aus Kosten-, aus Menschenlebenrettungsgründen können wir niemanden mehr Auto fahren lassen. Die Grünen das dauert vielleicht 10 Jahre, vielleicht 20 Jahre, keine Ahnung. Es wird aber kommen. 800.000 Arbeitskräfte in Deutschland leben als Kraftfahrer. Da sind noch keine Lokführer dabei, keine U-Bahn-Fahrer dabei. Die U-Bahn in Nürnberg fährt heute schon ohne Mensch. Nur mal so, also nicht Zukunft. Nürnberg hat es heute schon. In Karlsruhe fährt der Olli, ein kleines 3D-gedrucktes, autonom fahrendes Auto. Das ist der Nahverkehr der Zukunft. Den werden wir uns leisten können. Und das ist, ich komme vom Land, aus dem Norden von Brandenburg, ist total super. Der fährt dann sogar von Tür zu Tür und nicht bloß 3-mal am Tag mit 90 Minuten vorher anrufen und Bescheid sagen. Der kommt, wenn ich den rufe, ohne dass ein Fahrer drin sitzt und schreckliche Arbeitszeiten hat. Das ist toll. Herr Dörre. Ich muss jetzt doch entschieden widersprechen. Ja. Also exakt die gleiche Debatte mit exakt den gleichen, fast wortgleichen Prognosen habe ich Anfang der 1980er Jahre schon mal gehört.
die Bücher, ich bin ja schon ein alter Mann, die Bücher, die wir damals gelesen haben, André Gorz, Wege ins Paradies, die Krise der Arbeitsgesellschaft, Offer und so weiter. Exakt. Nein, das hat nicht 30 Jahre länger gedauert, es ist schlicht nicht eingetroffen. Und die empirische Überprüfung der These, dass die Informatisierung Arbeitsplätze kostet, also das, die bedeutendste Studie von Manuel Castells, widerlegt das schlicht. Zumindest für die erste Phase der Digitalisierung trifft es nicht zu. Erste ich Woche. Fürchte, Sie beiden, Sie werden sich nicht Schade. Einig werden heute. Wir müssen es aber auch nicht vertiefen. Die Frage ist aber ja... Aber vielleicht darf ich ein Argument noch bringen. Also wir untersuchen das gerade empirisch. Nicht? Wir untersuchen gerade Fälle, Betriebsfälle. Und zwar solche, die als federführend in der Digitalisierung gelten. Ja? Um nur mal ein Beispiel zu sagen. Wir haben gerade einen Zulieferer untersucht. Ich sage jetzt nicht welcher. Der gilt sozusagen als die Nummer eins in der Digitalisierung. Da gibt es eine Polarisierung, aber wir können noch nicht mal feststellen, dass Arbeitsplätze weggefallen sind. Ja? Aber das ist noch nicht alles, weil der Unternehmer, der das macht, der Geschäftsführer, sagt uns, es gibt einen Zulieferer mit den gleichen Prozessen und die sind technisch bei Weitem noch nicht so weit und trotzdem genauso produktivfähig. Das ist ein interessanter Punkt. Ja? Das heißt, es gibt eine Variationsbreite bei dieser Anwendung neuer Technologien. Jetzt würde ich Ihnen zustimmen, es handelt sich um einen qualitativen Bruch. Man muss aber vorsichtig sein, wenn man als Politiker, sozusagen, wenn ich Politik machen müsste, ja, und würde mit einem Szenario operieren, für das es gegenwärtig keine Relevanz gibt, dann hat man ein gewisses Problem. Also gegenwärtig gibt es keine nennenswerten Arbeitsplatzverluste in Deutschland infolge Digitalisierung. Ja, aber Deutschland ist das Gegenteil der Fall. Diesen Prozess. Und selbst in den USA kann man feststellen, es gibt eine Polarisierung, ja. Eine Polarisierung, aber es ist nicht der Fall, dass man, also die Arbeitslosigkeit ist auf dem Rekordtief im Moment in den USA. Genauso prekär wie bei uns, aber man kann nicht sagen, dass die Arbeit wegfällt. Aber wir haben ja ganz offensichtlich in den USA, und das hat ja möglicherweise die letzte Wahl sehr, sehr deutlich gezeigt, das gesehen, was Herr Füchs beschrieben hat als Verunsicherung, die weit in die Mittelschicht hineingeht. Und wenn man in die Ungleichheitsforschung guckt, dann sieht man ja, dass es irgendwie tatsächlich eine Gruppe gegeben hat, die in den letzten 30 Jahren von der Globalisierung kaum oder gar nicht profitiert hat. Und das ist das, was wir landläufig als den zornigen alten weißen Mann bezeichnen, nämlich den Industriearbeiter, den Facharbeiter, der in den hochentwickelten Volkswirtschaften jahrzehntelang eine unangreifbare Position hatte, die jetzt angreifbar ist. Und jetzt sieht es eben so aus, dass diese Gruppe in der Globalisierung überhaupt nicht mehr profitiert. Frau André, wie macht man denn Politik, wenn man auf der einen Seite diese Erkenntnisse hat und auf der anderen Seite ja auch in Deutschland Konkurrenten, politische Konkurrenten im Nacken hat, die mit dieser Verunsicherung sehr offensichtlich sehr erfolgreiche Politik machen? Also ich finde auch, man kann ja bei Donald Trump und bei der Wahl in Amerika alle möglichen Thesen haben und das beobachten und unterschiedliche Aspekte berücksichtigen. Aber eine finde ich doch schlagend, und das ist, dass die eine gelungene Globalisierung mit der Frage der Arbeitsplätze steht und eben auch fällt. Und die Diskussion um so Globalisierungsverlierer oder die, wie verteilen wir den Wohlstand oder wer profitiert von den Wohlstandsgewinnen, sich ja auch an der Frage ausrichtet, ob die Leute das Gefühl haben, ich bin da noch dabei oder nicht. Bei der Digitalisierung wird es übrigens ähnlich sein. Ja, ich zeichne dieses Bild auch nicht so, dass das in dieser Perspektive zu diesen extremen Veränderungen führt. Aber war ja ein schöner Satz dabei, dass es auch eine humanere Arbeitswelt beinhaltet. Aber tatsächlich, wenn jetzt eine Gruppe kommt, und das erleben wir gerade in der Bundesrepublik mit der AfD, die aus diesem Unsicherheitsgefühl absolut populistisch politisches Kapital schlägt, mit Fakten, die keine Sinn und Szenarien, die in der Form nicht eintreten, dann ist es total schwierig, als Politik da dagegen zu halten. Ich glaube nicht, dass die Politik dagegen halten kann mit einfachen Antworten. Naja, aber ist nicht einfach. Es ist doch beides Politik. Also ich meine, ich verstehe, dass Sie das absolut so sagen müssen, Sie haben wie Sie sagen, aber die AfD ist ja ein legitimer Spieler im politischen Spektrum. Absolut. Und die macht ja auch Politik. Also es geht nicht darum, dass Politik gegen Populismus hält, sondern Politik, die grüne Politik hält gegen Politik. Na sicher, und ich erlebe gerade, dass eine Gruppe in der Lage ist, 25% Pi mal Daumen zu mobilisieren mit einfachen Antworten, die in der Form sich nicht durchsetzen lassen, weil sie mit Ängsten spielt. Und diese Ängste haben was damit zu tun, bin ich dabei, nehme ich teil oder zeichnet ihr mir ein Szenario, was meine Zukunft
schwarz malen lässt, was mich zum Abstieg führt, plus vielen anderen Sachen auch. Also Sie finden mich nicht dabei, dass ich sage, 25% AfD-Wähler sind alle die nur Angst haben. Da spielen ganz viele andere und auch rassistische Sachen noch eine Rolle, aber das mal beiseite geschoben. Und diese Ängste, und der Ralf Füchs hat es vorhin gesagt, es gibt eine gefühlte und eine reale Angst. Und ich glaube, man muss die gefühlte ernst nehmen und die reale bekämpfen. Und wenn ich mir anschaue, was an Teilhabefragen sich stellt, neben Arbeitsplatz, dann sind es drei Faktoren, die definitiv damit zu tun haben, ob es den Menschen schlechter geht, ob es ihnen besser geht. Das ist die Frage, haben sie Kinder? Dann sind sie monetär, materiell, tendenziell schlechter gestellt. Das ist die Frage, wo wohnen sie? Wir haben in Berlin, aber in allen Großstädten einen unglaublichen Druck auf die Mieten. Und es ist die Frage, wie hoch ist ihr Einkommen? Das kombiniert mit Sozialabgaben, die für alle, also die fix sind für alle, ja, wo sie keine Progression bei den Sozialabgaben haben. Und deswegen meine ich, eine Politik muss nicht nach Gießkanne das Geld verteilen, es muss es auch nicht im Grundeinkommen verteilen, da habe ich definitiv eine andere Meinung, sondern sie muss zielgerichtet zu den Problemlagen gehen. Kinder, Wohnen und die Sozialabgaben für die unteren Einkommen. Und dann haben sie wieder, dann wissen Sie, dann nehmen sie die Ängste weg. Deswegen sage ich gefühlte und reale Ängste. Und diese realen Ängste kann ich nur mit realen Mitteln bekämpfen. Herr Füchs, ist das so, dass es am Ende nur um eine materielle Frage geht? Also nach dem Motto satt und sauber hat man jetzt nicht nur in der Pflege, sondern praktisch überall. Und dann ist auch gut? Das hat ja Kerstin André auch nicht gesagt. Sondern ich glaube, dass eine ganz zentrale Herausforderung, vor der wir stehen, weil wir in der Gleichzeitigkeit von so vielen grundlegenden Veränderungen uns befinden, die so schnell ablaufen, ja, dass sie ein Gefühl von Überforderung und Unsicherheit produzieren in der Gesellschaft. Und das ist nicht nur die Angst vor Armut. Die ist auch real und die muss man über soziale Grundsicherung, wie wir die immer auch organisieren, versuchen abzufangen, sondern ich glaube, dass letztlich eine Frage ist, ob wir sagen, eine Zuversicht zurückgewinnen in die Gestaltbarkeit der Zukunft oder ob dieses Gefühl sich weiter durchsetzt, dass wir eigentlich Veränderungen ausgeliefert sind, die wir überhaupt nicht mehr sagen, beherrschen können. Und dann kommen die einfachen Antworten wie zurück zur nationalen Souveränität, abkoppeln von der Globalisierung, Grenzen sagen wieder hochziehen, ökonomischer Protektionismus als Antwort. Ja? Das sind ja alle Antworten auf diese Verunsicherung. Und ob es das uns gelingt, und das ist sagen, sowohl eine diskursive Herausforderung, also nicht nur, das fand ich völlig richtig, was sagen Anke jetzt gesagt hat, nicht nur über Risiken sagen, zu reden, sondern okay, in der Veränderung liegen auch Chancen, wenn wir sie rechtzeitig ergreifen und unsere Sozialsysteme umstellen, unsere Finanzierung, Staatsfinanzierung umstellen, von sagen, Besteuerung von Arbeitseinkommen zum Beispiel auf Wertschöpfungssteuer, wie auch immer, oder Ressourcensteuern. Und dieses Grundgefühl vermitteln, dass wir jetzt nicht auf dem absteigenden Ast sind, wo jeder gegen jeden kämpft, um noch sein Schäflein ins Trockene zu bringen, sondern dass in diesen Veränderungen auch Chancen für einen neuen Fortschritt liegen. Und das ist aber nicht nur eine Kommunikationsaufgabe, sondern da geht es auch um reale Politik. Wie vorausschauend kann man denn überhaupt Politik machen in der Digitalisierung? Es gibt ja Ökonomen, die darüber nachdenken, wie der Kapitalismus 4.0 aussieht, also nicht die Industrie 4.0, sondern der Kapitalismus 4.0, und die sagen, putzt euch das mit der vorausschauenden Politik von der Backe. Nee. Das wird sowieso überhaupt nie mehr der Fall sein können, sondern ihr könnt nur noch schnell reagieren. Das ist das, was Politik in Zukunft ausmacht. Ja, ich sage nicht, dass wir aufhören sollten, vorausschauende Politik zu machen. Soweit wir tatsächlich bestimmte Trends vorwegsehen können, Klimawandel zum Beispiel. Ja, aber wir reden doch von großen Reformen, nicht? Klimawandel zum Beispiel oder eben auch Digitalisierung als Megatrend oder globale Migration als Megatrend. Ich sage nur, wir sollen nicht so tun, als hätten wir ein eindeutiges Bild von der Zukunft und wüssten genau, was der Fall ist. Das große Kunststück besteht in der Befähigung sowohl von einzelnen Menschen wie von der Gesellschaft, mit Veränderung aktiv umzugehen. Das ist der Schlüssel. Und dazu gehört
sagen, Bildung ist ein zentraler Faktor, dazu gehört soziale Grundsicherung, dazu gehört Innovationspolitik, also ein ganzer Strauß von Sachen, die diese Fähigkeit stärken, sich gegenüber Veränderungen als Subjekt zu verhalten und nicht nur als Opfer. Herr Dörre, Frau Domscheit-Berg und Frau Andrea, bitte. Wenn ich darf, würde ich gerne zu den Facharbeitern noch mal was sagen. Ja. Also rechtspopulistische Parteien rekrutieren aus allen Gruppen der Bevölkerung. Das, was man aber klar sehen muss, der rechtspopulistische Kandidat in Österreich bei den Bundespräsidentenwahlen hat 82% der Arbeiterstimmen gekriegt. Die AfD ist regelmäßig bei den Regionalwahlen die stärkste Arbeiterpartei. Und nicht nur im Osten, sondern auch in Baden-Württemberg, 30%. Trump hat die Wahlen im Rust Belt gewonnen. Ja. Das sind nicht die Prekarisierten. Also diejenigen, die wir untersuchen, es kommt noch schlimmer. Ja, also wir haben eine Studie gemacht zu den gewerkschaftlichen Rekrutierungserfolgen und zu dem Streikjahr 2015. Und das, was wir feststellen, ist, es ist keine Seltenheit und keine Ausnahme mehr, dass die gleichen jungen Leute, die sagen, Ende der Bescheidenheit, wir wollen jetzt mehr Geld, egal was mit der Firma passiert, dass die gleichen jungen Leute, die dafür in den Streik gehen, nichts dabei finden, etwa in Zwickau den Bus zur Pegida-Demonstration zu organisieren. Und es ist nicht mal mehr anstößig zu sagen, ich bin Jugendvertreterin und außerdem mache ich mein Like bei der AfD. Und das zeigt, dass da ein Aspekt oder sagen wir mal, dass da eine Facette der sozialen Frage von rechts politisiert wird, deshalb war auch meine erste Einlassung im Grunde falsch, die mit Prekarität erstmal nicht viel zu tun hat, sondern da geht es eher darum, kriege ich meinen gerechten Anteil vom Kuchen. Das ist der springende Punkt. Ja? Das führt zu einer enormen Zunahme von Streiks. Viele werden gar nicht registriert, weil es sehr kleine Streiks sind. Die werden weiblicher. Die finden auch im Reproduktionssektor statt. Also der Streik der Erzieherinnen als ein besonderes Beispiel. Und da muss man, glaube ich, genauer hinschauen. Ja, weil das ist eher ein Klassenproblem als ein Prekaritätsproblem. Frau Domscheit-Berg. Ja, ich würde da direkt Maximierungstheorie als Staatsziel. Und man weiß eigentlich, es gibt ja Glücksforschung, man weiß, dass Ungleichheit zu Unglück beiträgt. Und zwar völlig unabhängig davon, wo die jeweilig verglichenen absoluten Niveaus von egal was sind, zum Beispiel von Einkommen oder Vermögen. Je ungleicher, umso höher das Unglück in einer Gesellschaft. Und gefühltes Unglück führt zu sowas. Deshalb wollte gerade sagen, deshalb ist die DDR untergegangen, weil alle so glücklich waren. Naja, jetzt besteht der Mensch, also ehrlich gesagt, ich bin aus der DDR, ich war 21 und eingemauert sein trägt jetzt nicht zur Glücksmaximierung bei, dass, ja, und nichts sagen dürfen frei. Und also ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, dass es nur eine Vergleichsverteilung von Einkommen ist, sondern natürlich zählen andere Freiheitselemente auch dazu, ob man glücklich ist oder nicht. Dachte ich, weiß man eigentlich, ja. Aber insofern ist eine Frage, die wir wirklich viel härter diskutieren müssen, die Frage der Vermögensumverteilung in Deutschland. Denn wir sind ja wirklich das viertreichste Land der Welt und das reichste in Europa. Wir haben Wertschöpfung ohne Ende. Die Menschen sind aber unglücklich, und zwar tatsächlich quer über die, von den ganz Armen bis den Mittleren und selbst welche an der oberen, mittleren Etage, weil sie sich vergleichen mit denen, die einfach noch ein X-faches haben, obwohl sie gefühlt nicht mehr machen. Sind sie wirklich so unglücklich? Wenn man die internationalen Glücksvergleiche anschaut, dann ist Deutschland gar nicht so schlecht. Dann hat man eben die skandinavischen Länder, die relativ noch glücklicher sind. Man hat auch Länder, die auf der ganz anderen Skala sind, was Ungleichheit betrifft, wie Neuseeland, die auch relativ glücklich sind. Aber Deutschland ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, unter den Top 5 oder Top 8. Definitiv nicht. Also definitiv nicht unter den Top 5. Ja, möglicherweise hängt es wie immer von der Studie ab. Aber einigen wir uns darauf, dass es nicht ist ganz weit oben. Einigen wir uns darauf, dass Deutschland nicht so schlecht ist. Na, einigen wir uns darauf, dass Ungleichheit ein Problem bei der Glücksverteilung ist und dass wir einen zu hohen Grad an Ungleichheit haben, der auch viele Menschen frustriert sein lässt, obwohl sie nicht auf prekärem Niveau sind, weil sie denken, sie kriegen ihren gerechten Anteil vom Kuchen nicht, sondern den kriegen andere.
Und daran müssen wir etwas tun. Wir sind eine immer ungleicher werdende Gesellschaft. Und das gefährdet den sozialen Frieden und das wird uns irgendwann auf die Füße fallen. Frau André. Also ich glaube, nee, dem kann ich nicht folgen, was Anke gesagt hat. Wir haben tatsächlich ein Problem mit einer auseinanderdriftenden Schere bei Vermögen, bei Einkommen im Übrigen weniger. Die geht wieder ein Stück zusammen, ja, weil wir nicht mehr diese exorbitanten Managergehälter haben und weil wir einen Mindestlohn haben. Aber wir haben einen bei Vermögen und so ein bisschen eine verfestigende Struktur, vor allem durch die Erbschaften, die einfach immer weiter sich tragen. Das ist auch ein Problem, da muss man auch was machen. Das ist, glaube ich, nur will nicht sagen politischer Konsens, aber zumindest in den Sonntagsreden wird es mehr oder weniger deutlich benannt. Was ja? man ja an der Erbschaftssteuerreform exemplarisch verfolgen kann. Ja, ich sage ja, in der Sonntagsrede wird es benannt, in der praktischen Ausgestaltung ist es dann immer nicht so einfach, ja? Das wollen wir auch nicht außer Acht lassen. Ich kenne diese Glückstheorien gut, weil wir in der Wachstumsenquete, die wir in der letzten Legislatur hatten, uns da sehr intensiv mit beschäftigt haben. Das spielt auch eine große Rolle, ja, weil man ja auch nicht immer sagen kann, eine Gesellschaft, die einfach immer weiter wächst und ökonomisch immer weiter wächst, die wird auch nicht unbedingt glücklicher, ja, weil immer mehr macht eben nicht immer glücklicher. Aber da lohnt es schon sehr genau hinzuschauen, wie da diese Glücksfrage definiert wird. Und wir hatten, das möchte ich erzählen, diesen Befähigungsansatz, der gehört nämlich ganz eng mit dieser Glücksfrage zusammen. Glück hat ganz viel damit zu tun, ob die Gesellschaft mir zutraut, dass ich meine eigenen Potenziale ausnutzen und nutzen kann, dass ich selbstbestimmt leben kann, dass ich Entscheidungen treffen kann für mich und meine Familie selber. Das ist so relevant für Glück, dass die ganze Frage von Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen über Bildung und Ausbildung bis hin zu Demokratieprozessen, bis hin zum Arbeitsplatz, bis hin zu ehrenamtlichen Engagement-Elementen etc. Das ist das aus meiner Sicht eigentlich Entscheidende dafür, ob ich das Gefühl habe, in einer Gesellschaft mich wohlzufühlen, wertgeschätzt zu werden und eben dieses Glück zu empfinden. Dass das monetär abgesichert sein muss, keine Frage. Dass das in die Zukunft hinein abgesichert sein muss, auch keine Frage. Dass dieser Digitalisierungsprozess und kombiniert mit Demografie die eigentliche Herausforderung sein wird, wie sichern wir in Zukunft soziale Sicherungssysteme. Ja? Das ist für mich der Kern der Frage. Aber es wird nicht darum gehen, dass ich ein Bild zeichne und sage, die Arbeitsplätze fallen in der Summe weg. Wir haben dann vielleicht ein paar Prekäre, die dazukommen, aber die Arbeitszeit insgesamt muss kürzer werden und wir verteilen den Wohlstandsgewinn durch ein Grundeinkommen und noch eine deutliche Vermögenssteuer, wie jetzt das programmatisch auch vorgeschlagen ist. Das wird so nicht funktionieren. Und wenn wir schon mit einer AfD zu tun haben, die mit einfachen Botschaften versucht, eine Gesellschaft für sich zu gewinnen, dann dürfen wir das Pendel auch nicht umschlagen und einfache Botschaften auf der anderen Seite liefern. Es ist halt nun mal komplex. Und die einfache Botschaft kann nicht einfach sein, Gleichheit, dann sind wir glücklich und dann funktioniert es. Das ist mir wirklich nicht genug. Herr Füchs, ich würde gerne, bevor wir die Diskussion fürs Publikum auch öffnen wollen, noch einen Aspekt ansprechen, der im Grünbuch eine Rolle spielt und der, glaube ich, auch bei der Diskussion der politischen Verfasstheit dieses Landes im Moment eine große Rolle spielt. Das ist dieser Stadt-Land-Konflikt oder die Frage, wie wirkt der räumliche Wandel auf die Stimmung von bestimmten Bevölkerungsgruppen, die sich möglicherweise nicht mehr repräsentiert fühlen oder die sich abgehängt fühlen. Und da spielt eben eine große Rolle. Frau André hat eben ja gesagt, die Mieten steigen in den Städten. 75% der Menschen in Deutschland wohnen inzwischen in Städten, 25% wohnen aber woanders. Welche Rolle spielt die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen für die Befähigung zur Teilhabe, die Möglichkeit, tatsächlich sich auch in diesem Land, in seinem politischen und seinem gesellschaftlichen System repräsentiert zu fühlen? Herr Füchs, Sie wären jetzt dran. Das untersuchen wir in einer anderen Kommission gerade in der Stiftung. Räumliche Gleichheit und Ungleichheit. Habe ich im Grünbuch aber auch gelesen. Ich glaube, dass wir einfach anerkennen müssen, dass wir eine zunehmende regionale Differenzierung in der Bundesrepublik haben. Und die Frage ist, was man unter Gleichwertigkeit sagen, versteht. Ich meine, im Kern geht es
wenn es hart auf hart kommt, wie jetzt in Ostdeutschland in bestimmten Regionen, um die Frage, ob wir öffentliche Dienstleistungen, soziale Infrastruktur flächendeckend noch darstellen können oder nicht. Das fängt eben an von wohnortnahen Schulen und Krankenhäuser oder zumindest Kombination von Arztpraxen, die eine wohnortnahe Versorgung gewährleisten, bis hin zum öffentlichen Nahverkehr. Und ich glaube, dass da Politik vor harten Entscheidungen steht, vor unbequemen Entscheidungen steht, zu sagen, wo sie das noch gewährleisten kann und wo nicht. Das ist auch für die individuelle Lebensplanung von Leuten wichtig. Wo kauft man ein Haus? Wie orientiert man seine beruflichen Planungen? So. Also wahrscheinlich geht die Entwicklung dahin, dass man eben stärker bestimmte Schwerpunktorte definieren muss, die solche Dienstleistungen für die umgebende Region noch gewährleisten können, aber eben nicht mehr in der Lage ist, das in jedem Dorf zu tun, in dem noch eine Handvoll alter Leute wohnt. Das hört sich super an. Frau Domscheit-Berg, Sie sind ja ins Wolfserwartungsland gezogen. Sie wohnen in der Pampa, haben uns eben gesagt, die Digitalisierung hilft. Ist Herr Füchs da irgendwie noch im alten Denken sozusagen? Das ist ja immer eine Frage, das auch noch mal zu Kerstins Argument, was soll Politik tun? Es ist immer eine Frage, auf welchen Zeitraum gucke ich? Kurzfristig muss ich mich um die kümmern, die jetzt am prekärsten sind, von wegen Alleinerziehende, schlecht ausgebildete Jugend und so weiter. Kurzfristig habe ich das aussterbende Landproblem ganz vielerorts. Langfristig, mittelfristig sogar schon, glaube ich tatsächlich, dass wir über die Digitalisierung erstmal die Problemfelder sich verändern, aber für den ländlichen Raum, ich sagte nur mal ländlicher Traum, sich da die Verhältnismäßigkeiten völlig verschieben. Also viele Berufe, und zwar zunehmend mehr Berufe, brauchen ja keine Fabrik mehr, wo ich 9-to-5 rumhocken muss. Mein Beruf, Publizistin, Reden und Schreiben und so, kann ich super machen, egal wo, Hauptsache es gibt Internet. Na, Sie sind deswegen, auch von solchen Veranstaltungen wie diesen abhängig, also von deswegen einer... Deswegen brauche ich Mobilität, ich war ja noch nicht fertig. Face-to-face-Kommunikation. Ja, aber Leben und Arbeiten, 90% meiner Zeit arbeite ich bei mir zu Hause und das Ganze geht übers Internet. Ob das für das Grünbuch, das der Text ist, die Absprachen für diese Veranstaltung, kann ich alles zu Hause machen, gar kein Problem. Aber ich brauche eine Infrastruktur und zwar auch auf dem Land. Ich brauche rattenschnelles Internet. Gigaspeed, je einsamer das Dorf, umso schneller das Internet. Dann kommen da die Leute. Das erleben wir bei uns doch, auch für einen Arzt nutzt das was, weil erstens kommen da wieder mehr Menschen hin, die die Mieten in der Großstadt nicht bezahlen wollen, aber dann Arbeitsmöglichkeiten haben oder sie arbeiten 3 Tage in der Stadt, 2 Tage draußen, mit Internet möglich, kann man alles machen, nicht als Kassiererin, aber die sterben sowieso aus. Also ich glaube, die Chancen sind wirklich großartig und auch Mobilität im ländlichen Raum ist heute ein extremer Kostenfaktor. Ich kann diese Busse mit den Busfahrern, die 3 Hanseln oder gar niemanden in der Gegend fahren, kann ich nicht bezahlen. Wenn das aber autonome Kleinbusse sind, die jeder beliebig an jeden Ort rufen kann, da wo die alte Oma das direkt von der Tür braucht und fährt direkt zu der Tür, wo sie hin will, dann ist das die Chance für den ländlichen Raum, zum Beispiel Mobilitätsdienst in einer Qualität zu haben, wie wir sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Und das könnte man jetzt beliebig ausführen, geht natürlich nicht in einer begrenzten Podiumsdiskussion, aber die Zukunftschancen für das Land sind enorm und die Lebensqualität da draußen ist einfach riesig. Vielen Dank. Herr Füchs, wollen Sie noch mal gleich dazu? Sonst würde ich Frau Schulte-Baster bitten mit dem Mikrofon. Frau Gerne. Ja. Sie dürfen sich jetzt, genau, eins, ich würde vorschlagen, wir nehmen 3 Wortmeldungen mit, die beiden Nachbarn da und der Herr da hinten. Ja. Und dann, genau, Frau Schulte-Baster, bitte halten Sie das Mikrofon. Ich würde gerne noch mal an der Frage anknüpfen, die ja sozusagen die zentrale Eingangsfrage war, wie viele Arbeitsplätze fallen weg und was bedeutet das dann weiter für die Gesellschaft? Also gibt es dann ein Riesenheer von Arbeitslosen und wie verteilen wir dann die wachsende Produktivität sinnvoll?
Also zunächst einmal, wir können es tatsächlich, ich glaube, niemand kann seriös im Moment sagen, wie sich das am Ende ausbalanciert. Aber ich nehme mal die positive Prognose, eine enorm wachsende Produktivität. Wir brauchen nicht mehr ganz so viele Arbeitsplätze, aber ich weise darauf hin, dass wir bis zum Jahr 2030 einen Arbeitskräftebedarf wegen der demografischen Entwicklung von 6 Millionen haben werden. Ich weise darauf hin, dass wir derzeit eine Situation haben, wo fast 30% einer jungen Generation die Schule mit einem ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Schulabschluss verlassen. Ich kann mir durchaus eine Gesellschaft vorstellen, in der wir immens investieren, zum Beispiel in Befähigung. Ich kann mir eine Gesellschaft vorstellen, in der wir ganz anders mit alten Menschen umgehen. Ich kann mir allerdings nicht gut vorstellen, dass wir die Gesellschaft aufteilen in diejenigen, die erwerbstätig sind und diejenigen, die wir alimentieren. Also was Sie gesagt haben, diese 30%. Haben Sie denn auch ein Finanzierungsmodell für das, was Sie sich vorstellen können? Ja, das ist, anders als Frau Domschauenberg würde ich diese 30%, die alimentiert werden, dieses Geld würde ich gerne nehmen, um diese Menschen für diese Tätigkeiten tatsächlich vernünftig zu bezahlen. Und lassen Sie mich noch eines sagen. Das, was jetzt an Angst in der Gesellschaft da ist, hat tatsächlich wesentlich damit zu tun, dass die Menschen sich im Moment eben nicht befähigt fühlen für diese schnell wachsenden Veränderungen. Genau das macht die Angst aus. Und wenn wir die Gesellschaft jetzt darauf nicht vorbereiten, dann, glaube ich, kriegen wir ein großes Problem damit, tatsächlich sie weiterhin für eine demokratische Gesellschaft zu gewinnen. Vielen Dank. Ja, es gäbe viel zu sagen. Das eine, die Frage, ob die Landeier nun die künftigen Orientierung geben. Wir machen eine Studie mit der Auswirkung des automatisierten Fahrens auf Stadtgesellschaft, Urban Governance und eben auch diese ganzen Infrastrukturen. Es wird vor allem, also das Land wird attraktiver, ja. Menschen wie wir, die eben während der Fahrt eben Sinnvolles tun können, außer im Internet irgendwie Social Media zu machen. Und Herr Füchs, die Schnittstelle zwischen öffentlichem Verkehr und privatem Verkehr wird sich auch auflösen. Da gibt es Mischformen, die eine ganz andere Rolle spielen. Dennoch, Frau Domscheit-Berg, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, auf dem Land zu wohnen. Da gibt es keine Kneipen, da gibt es kein Leben und das ist alles furchtbar. Also da, wo die Grünen und die Anhänger der Grünen wohnen, ist es eben genau, wo Gentrification gelebt wird. Mich interessiert aber insbesondere die Frage, wenn jetzt die entscheidende Frage ist, die wir jetzt über den Arbeitsmarkt ja sehr stark diskutieren, wie man mit den objektiven und mit den subjektiven Verunsicherungen umgeht. Bei den Objektiven möchte ich mal erinnern, dass es eine Agenda 2010 gab unter einer rot-grünen Regierung. Die hat die Tür geöffnet für diese Deregulierung des Arbeitsmarktes, die in den Ambivalenzen ja von Herrn Dörre beschrieben wurden, mit sehr viel Prekarisierung, aber mit sehr viel volkswirtschaftlichem Erfolgsmodell, was eben nach außen hervorragend ist. Also wir müssen das erotische Verhältnis zur schwarzen Null dringend aufgeben. Wir müssen Geld in die Hand nehmen momentan. Wir müssen bei dem niedrigen Zinsniveau, die öffentliche Hand darf wieder mal ein bisschen mehr Schulden machen, meiner Meinung nach. Und muss eben diese Strukturdinge erstmal klar machen. Für mich ist aber die Frage bei den Grünen, was ist mit den subjektiven Befindlichkeiten? Die sind ja räumlich nicht egal wie verteilt. Die sind in bestimmten Wohnquartieren, wo die AfD regiert, wo die Grünen sich überhaupt nicht zeigen. Weil es andere Milieus sind, andere Lebensverhältnisse, andere Wertvorstellungen, sich mit denen auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist in Österreich, wo ich arbeite, ist schon so, dass die bürgerliche Mitte schon von der FPÖ dominiert wird. Also die AfD Österreichs. Ich glaube, wir haben Ihren Punkt. Und Herr Füchs hat also die Frage ist, notiert. Die Frage ist, wie sieht eine Politik aus, wenn sie auf der einen Seite mit Dingen mal wieder reparieren und die stärkeren Sozialstaat wieder einführen müsste, um ihren Forderungen genau auf diese Gruppen zuzugehen. Und zweitens die Frage, wie kommen Sie an die Menschen ran, die von den sozialen Milieus sehr weit entfernt liegen mit ihren Wertvorstellungen, als selbst sozusagen das, was der Kern der Grünen ausmacht. Vielen Dank. Und dann nehmen wir Sie da hinten noch und dann... Ja. Tag, Frau Weidenfeld. Hallo. Der Herr da hinten heißt Hans-Jürgen Alt. Grüß Sie. Sie haben eine Diskussion auf erfreulich hohem Niveau geführt über eine... Das 200, hört sich so an, als kämen jetzt die drei Minus. Aber über eine 200 Jahre alte Frage. Es gab Gesellschaften,
die konnten sich überhaupt nicht vorstellen und die waren zutiefst davon überzeugt, dass es Gott gewollt ist, dass die Regierung eines Landes immer aus derselben Familie kommen muss. Und es gibt eine Arbeitsgesellschaft, die kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass soziale Teilhabe, dass eine eigenständige soziale Existenz von etwas anderem abhängig sein darf, als von der bezahlten individuellen Arbeitsleistung. Ich frage Sie, ob Ihre Fantasie ausreicht, sich vorzustellen, dass soziale Teilhabe und eine eigenständige soziale Existenz auch anders organisiert werden könnten. Vielen Dank. Seien Sie froh, dass es nicht von meiner Fantasie abhängt, aber wir werden das hier... Genau. Vielen Dank. Frau André, vielleicht fangen Sie damit an, mit der Frage, wie weit die Fantasie reicht. Und wenn ich das ergänzen darf, auch wenn ich jetzt die Klatsche mitnehme, im 19. Jahrhundert hat sich ja die Gesellschaft emanzipiert von dieser Vorstellung, dass immer nur einer regieren darf, indem die Sozialdemokratie entstanden ist als Bewegung der Arbeiter. Heute haben wir es so, dass wir aufgefordert werden, über alternative Modelle nachzudenken, aber nicht als Bewegung derjenigen, die prekarisiert sind oder die entmächtigt werden, sondern als Diskurs eines vergleichsweise kleinen, gebildeten politischen Zirkels. Nicht? Also wir haben ja gar keine breite Bewegung, die jetzt auf die Straße geht und marschiert und sagt, wir wollen gerne beteiligt werden und wir erzwingen Beteiligung, sondern wir haben es als elitäre Diskussion, die wir hier abends in der Heinrich-Böll-Stiftung wohlfall führen können, die aber, ich frage einfach nach der Verankerung bei der Basis. Okay, ich nenne Ihnen ein Beispiel für elitäre Diskussionen oder die Beteiligung dann doch immer nur der gleichen Gruppe. Meine Heimatstadt Freiburg macht zum zweiten Mal einen Beteiligungshaushalt. Da besteht die Möglichkeit, dass Sie sich ganz niedrigschwellig, also so niedrigschwellig, das ist wirklich total einfach, über Internet mal daran beteiligen können. Wie möchten Sie eigentlich, dass die Steuermittel der Stadt Freiburg verteilt werden? Wo soll es hingehen? Die Beteiligung liegt dieses Mal exorbitant höher als letztes Mal. Es sind 600 Leute, die in Freiburg bei diesem Beteiligungshaushalt mitmachen. Und es weiß wirklich jeder. Also wer das nicht mehr mitbekommen hat, also so viel Werbung, die Werbung teurer als wahrscheinlich der größte Posten dieser zur Verfügung stehenden Mittel. So, was heißt es? Und diese 600 Leute kann ich Ihnen wahrscheinlich 480 namentlich nennen, weil es die sind, die immer bei den Veranstaltungen sind und die sich beteiligen. Also es ist auch extrem schwer zu motivieren und zu sagen, nimm doch wahr, was dir an Möglichkeiten auch gegeben wird. Ich kann ja einsehen, dass die Menschen sagen, wir sind alle 4 Jahre ein Kreuz irgendwo und dann macht ihr doch sowieso, was ihr da wollt. Ja, das ist sehr frustriert. Aber wir versuchen ja über die ganze Frage von direkter Demokratie, über Volksentscheide und Ähnlichem, da eine Möglichkeit, eine niedrigschwellige Möglichkeit zu schaffen und sie wird so wenig wahrgenommen. Und das ist was, was mich immer sehr beschäftigt. Wie kriegen wir eigentlich die Leute dazu, dass sie mitmachen? Was gibt es denn noch? Und jetzt haben wir ja den umgekehrten Fall, dass ausgerechnet die AfD meint, über Volksentscheide könnte man mal so richtig Trabel machen. Ja? Na, immerhin mobilisieren die Leute, die vorher nicht zur Wahl gegangen sind. Absolut, die nicht wählen. Also die Demokratiefeinde haben früher nicht gewählt, ja, und jetzt haben sie auf einmal eine politische Möglichkeit. Aber dieses Thema soziale Teilhabe und Arbeit, ob wir die Fantasie haben, dass soziale, also so habe ich die Frage verstanden, ob wir eine Fantasie darüber haben, dass soziale Teilhabe auch jenseits von bezahlter Erwerbsarbeit funktioniert. Ja, genau, also habe ich es ja versucht richtig zu übersetzen. Ich würde einen Teufel tun und sagen, die Menschen sind ausschließlich in ihrem Wert ist entscheidend, welche Arbeit sie in welcher Gratifikation und in welcher Karrierestufe sie denn einnehmen. Aber ich mache jetzt über 20 Jahre Politik und ich habe den Eindruck, dass die Frage der Wertschätzung und die Frage der Teilhabe tatsächlich unheimlich viel mit Arbeit zu tun hat. Vielleicht nicht nur. Also sie hat vermutlich zu viel mit der bezahlten Erwerbsarbeit zu tun. Und wir schätzen die unbezahlte Arbeit zu wenig. Und da gibt es ja unheimlich viel. Über die Frage, wer die Kinder erzieht, über die Frage, wer die Eltern pflegt und über das ganze Engagement.
Aber Arbeitsplatz als solches, deswegen habe ich es vorhin gesagt, gelungene Globalisierung, gelungene Integration und auch gelungene Digitalisierung hat was mit der Frage des eigenen Arbeitsplatzes zu tun. Und deswegen bin ich nicht auf der Spur derer, die da jetzt fantasievoll jenseits der klassischen Arbeitswelt was suchen wollen. Ich glaube, wir müssen die unbezahlte Arbeit und die Care Economy, dass wir die deutlich mehr wertschätzen müssen. Aber ich glaube, wir sollten nach wie vor sehr dafür kämpfen, das hat Brigitte Podmer auch gesagt hat, wie kriegen wir diese 30%, die scheinbar ausbrechen, wie kriegen wir die wieder zurück in auch in den Arbeitsmarkt im Übrigen. Und vielleicht, wenn ich das noch darf, dann bin ich mit meinen Fragen auch fertig. Das Dogma schwarze Null und wir müssen jetzt Geld aufnehmen und zu investieren. Ja, die Bundesregierung hat dieses Jahr 6 Milliarden Euro Überschuss. Ja? Im Augenblick schlägt uns diese Bundesregierung ein Steuersenkung, also zumindest der konservative Teil davon, ein Steuersenkungsprogramm vor. Das würde, ich glaube, mir irgendwie 50 Euro oder so im Jahr machen. Ja? Völliger Unfug, dieses Geld tatsächlich zu nehmen, zu investieren. Aber jetzt eine Debatte über Neuverschuldung oder schwarze Null zu führen, führt an der Spur auch vorbei. Wir haben im Augenblick genug Geld und wir brauchen eine klassische Investitionsstrategie und vor allem in die Infrastruktur und im Übrigen auch in die Digitalisierung bis in den letzten Ort. Das teile ich völlig, das ist absolut wichtig. Herr Dörre. Würden Sie vielleicht, wir gehen einmal durch und dann sollte es. Also ich kann mir das natürlich, wie du weißt, sehr gut vorstellen, aber ich kann es mir in zwei Varianten vorstellen. Ich kann es mir in der Joe Kaeser-Variante vorstellen, also Top-Manager Siemens, der sich tatsächlich genau so geäußert hat, dramatische Rationalisierungseffekte, Digitalisierung, deshalb führen wir ein Grundeinkommen ein. Und damit stellen wir die ruhig, die rausfallen, genau, stellen wir die ruhig, die rausfallen, und die anderen können ein einigermaßen gutes Leben führen. Oder ich kann es mir vorstellen, als eine Gesellschaft, wo der Lohnarbeitszwang entfällt. Das ist dann aber keine kapitalistische Gesellschaft mehr. Empirisch muss ich feststellen, 7 Jahre lang haben wir Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger begleitet, die übrigens zu 2/3 schon irgendwas machen, ja? Also Maßnahmen, Arbeiten und so weiter. Es ist eine winzige Minderheit, die Norm, arbeiten muss man, aufgibt. Ja? Eher definiert man das bürgerschaftliche Engagement in eine Tätigkeit um, so als ob man noch regulär arbeitet. Und für das die Arbeit ist, will man dann auch Geld haben? Man kriegt es nicht, aber das wissen wir doch. Alte Industriesoziologie, Lohnarbeit hat einen Doppelcharakter. Es ist konkret nützliche Tätigkeit, die was zu tun hat, dass man die Nützlichkeit für die Gesellschaft zeigt und dafür Anerkennung bekommt. Das ist ja ein zentraler Punkt. Und das kriegst du halt nicht zu Hause isoliert. Das ist ein zentraler Punkt. Das heißt aber jetzt nicht, zweites Argument, dass man nicht Gesellschaft dramatisch verändern kann, wenn man einen Arbeitsbegriff anders definiert. Das Verrückte ist doch jetzt, dass wir selbst Arbeitslose haben, die von sich sagen, wir sind hart arbeitende Arbeitslose. Warum? Weil sie permanent damit beschäftigt sind, das Familienleben zu koordinieren, die Anforderungen durch die Behörde zu realisieren und so weiter. Also völlig paradox, ja. Wenn Sie rumfragen würden hier jetzt, ja, da würden alle das Gefühl haben, sie arbeiten immer mehr. Ja? Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Erwerbsarbeit, die bezahlte Erwerbsarbeit nur ein Arbeitsvermögen ist. Es gibt aber noch andere, die unbezahlten Sorgearbeiten, die zweckfreien autonomen Tätigkeiten und vor allen Dingen die Steuerungsarbeit, also die Arbeit, die wir aufwenden müssen, um alles einigermaßen in Balance zu bringen. Und das, was wir gegenwärtig erleben, ist so eine Art Balance-Imperialismus. Das heißt, die flexiblen Arbeitsweisen strukturieren die Erwerbsarbeit so, dass wir immer mehr unbezahlte Steuerungsarbeit aufwenden müssen, um das alles irgendwie für unser Privatleben unter Kontrolle zu bringen. Das ist ein ganz alter Gedanke, kommt von Oskar Negt und Alexander Kluge. In den 1990er Jahren gab es mal so ein Buch Geschichte und Eigensinn. Da stand es schon drin. Und das ist diesen Balance-Imperialismus erleben alle. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. In unseren empirischen Befragungen, selbst in Ostthüringen, überrepräsentativ mit 2100 Befragten, da sind solche Städte wie Jena, aber auch solche Arbeiterstädte wie Gera, sagen 2/3 der Befragten, die Balance von Arbeit, Familie, Alltagsleben, Freizeit ist das zentrale Problem. Ja? So, und da muss man sich fragen, woran ist das? Woran liegt das? Das hängt damit zusammen, dass die Erwerbsarbeit, weil sie sozusagen als ein Zwang gesetzt ist, alle anderen Arbeitsvermögen und Tätigkeitspotenziale strukturiert. So, wenn man das umbaut, zum Beispiel durch eine gerechtere Verteilung von Arbeitszeit, muss eine Arbeitszeitdebatte wieder geführt werden, dann hat man natürlich mehr Zeit
für die Arbeit an der Gesellschaft und an der Demokratie. Und das brauchen wir dringend. Ja? Und in diese Richtung, glaube ich, müsste die Debatte geführt werden. Könnten wir uns möglicherweise dann doch wieder einigen? Das würde mich jetzt nicht überraschen. Frau Domscheit-Berg. Ja, ich möchte ein bisschen in die gleiche Kerbe hauen, denn es war ja am Anfang von mir schon mal die Rede davon, dass die Würde des Menschen nicht an bezahlte Erwerbstätigkeit geknüpft sein darf. Und natürlich ist das so. Wer einmal mit einem Hartz-IV-Empfänger oder einer Empfängerin gesprochen hat, weiß das. Es ist ein absolut entwürdigender, widerlicher, menschenfeindlicher, asozialer Prozess. Und den muten wir allen Menschen zu, nur weil sie gerade keine bezahlte Erwerbstätigkeit haben, obwohl sie vielleicht eine haben wollen. Und dass diese Erniedrigung, diese extrem enge Verknüpfung von bezahlter Erwerbstätigkeit und dass man die eben gerade hat mit der Würde des Menschen, ist für mich in einer modernen Gesellschaft, die es sich anders leisten könnte, einfach nicht vereinbar. Weil es ja auch genug Arbeit gibt. Das hat mein Nebenredner schon ausgeführt. Was viele nicht wissen, heute schon werden doppelt so viele Arbeitsstunden in Deutschland unbezahlt geleistet wie bezahlt. Die Menschen sind nicht faul. Deswegen würde ich auch niemals sagen, jemand, der ein BGE bekommt, also ein bedingungsloses Grundeinkommen und nicht zusätzlich irgendwo bezahlt arbeitet, dass der Mensch alimentiert wird. Weil der Mensch ist vielleicht ehrenamtlich tätig, politisch engagiert, vielleicht gräbt er auch nur seinen Garten um, was auch gut ist. Vielleicht verwirklicht sich dieser Mensch kreativ, was gut ist für das kulturelle Gemeinwohl, das man halt so hat. Also das eine mehr zu werten als das andere, finde ich, also der entwickelten Gesellschaft, wie wir es uns leisten könnten, einfach nicht mehr angemessen. Dass das dann vielleicht kein Kapitalismus ist, finde ich toll. Meine Vorstellung ist nicht Kapitalismus 4.0. Ich bin mehr so die Kommunismus-Fraktion, aber mit C und 2 O. Also von Commons, Gemeinwohl, Gemeingüter. Ich glaube, darin, in diese Richtung kann man sich entwickeln. Und ich meine nicht Airbnb und Uber und sowas, sondern andere Möglichkeiten, die es da gibt, brauchen wir jetzt auch nicht ausführen. Aber es gibt für mich eine alternative gesellschaftliche Vision jenseits des Kapitalismus. Herr Füchs. Ja, fangen wir mal an mit den Sozialstaat wieder einführen. Ich meine, das halte ich jetzt auch für einen Mythos. Trotz Agenda 2010 haben sich in der Bundesrepublik die Sozialausgaben auch in den letzten 10 Jahren schneller entwickelt als das Bruttoinlandsprodukt. Der Sozialstaat wächst. Ja, der ist nicht in Rente geschickt worden, der ist nicht außer Kraft gesetzt worden, sondern die Sozialausgaben, und nicht nur wegen der Rente, steigen weiterhin. Also ich finde, man muss auch jetzt in der Kritik an dem, was schiefgelaufen ist, an diesen Hartz-IV-Reformen, die Kirche im Dorf lassen und nicht so tun, als würden wir in einer neoliberalen Hölle in der Bundesrepublik leben. Das stimmt auch mit den Alltagserfahrungen der Leute nicht überein. Und wenn man mal das dänische Modell sich anguckt, was ich in vieler Hinsicht interessant finde, dann beruht das auf einer sehr, ich finde, intelligenten Kombination zwischen einem hohen Maß an sozialer Grundsicherung, einem hohen Maß an öffentlicher Infrastruktur, also öffentlichen Dienst, pass mal auf, ich komme gleich drauf, öffentlichen Dienstleistungen, die finanziert werden über hohe Steuern, relativ hohe Steuersätze, und gleichzeitig aber einem sehr stark liberalisierten Arbeitsmarkt und einer extrem unternehmens- und innovationsorientierten Wirtschaftspolitik. Das ist das Erfolgsmodell, das die skandinavischen Länder gegangen sind. Also das kombiniert, wenn Sie wollen, sozialistische mit liberalen Elementen. Und ich würde eher in so einer Richtung entlang denken. Auch im Übrigen, was die Frage angeht, wohin stecken wir eigentlich verfügbare öffentliche Mittel? Stecken wir sie in individuelle Alimentierung oder stecken wir sie in diese öffentlichen Infrastrukturen? Das sind Alternativentscheidungen, die man in der Politik treffen muss. Das Zweite, ich meine, was mich am meisten umtreibt, politisch umtreibt, ist die Frage, Klaus Dörrer hat das vorhin kurz am Beispiel der AfD oder der FPÖ oder am Wahlsieg Trumps schon illustriert, dass sozialer Protest heute in Richtung
Rechtspopulismus geht, also in Richtung Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus, Abschottung. So, warum ist das so? Ich finde, das ist die Frage, über die die Linke, wie man sie auch immer definiert, nochmal gründlich nachdenken muss und die meines Erachtens nicht beantwortet werden kann mit der Frage, wir müssen noch mehr traditionelle Sozialpolitik machen. Sondern das ist im Grunde die Herausforderung, wie wir Sicherheit im Wandel organisieren können. Ja, die Rechtspopulisten, die versprechen, wir schützen euch vor dem Wandel. Das ist das große Versprechen. Wir können nicht sagen, wir schützen euch vor dem Wandel, sondern wir müssen überlegen, wie man Sicherheit, ein Mindestmaß an Zugehörigkeit und an Gemeinsinn in diesem Wandel organisiert und wie man Leute befähigt, damit aktiv umzugehen. Und da gibt es jedenfalls noch keine hinreichenden Antworten. Das ist, wenn man das unter Demokratie, Gesichtspunkten diskutiert, finde ich das größte Risiko, dass wir einen Gegensatz kriegen zwischen einem liberalen Verständnis von Demokratie mit Vielfalt, mit Individualismus, mit Weltoffenheit und einem Demokratieverständnis, was reduziert ist auf Herrschaft der Mehrheit und auf Homogenisierung zielt. Homogenisierung von Gemeinschaften. Und wenn ich jetzt nochmal auf das bedingungslose Grundeinkommen, wir haben diese Debatte ja seit Jahr und Tag, auch bei den Grünen und in der Stiftung. Ich glaube, dass das bedingungslose Grundeinkommen eine ideale Konstruktion ist für Leute wie unser eins. Also für relativ gut ausgebildete, aktive Leute, die sowieso gewohnt sind, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Das heißt, für diese ganze Projektszene, Projektemacher, ob es in der Kultur oder in der akademischen Welt. Ich glaube aber nicht, dass es die ideale Lösung gerade für diejenigen ist, die in unserer Gesellschaft am stärksten von Prekarisierung bedroht sind, die tendenziell Abgehängten. Da ist die Gefahr wirklich enorm, dass das, wie Klaus Dörre sagt, zu einer Art Stilllegungsprämie für die Abgehängten wird. Brot und Spiele sind garantiert und ansonsten vertieft sich eher die soziale Spaltung und die soziale Polarisierung noch. Worüber man meines Erachtens tatsächlich ernsthaft nachdenken sollte, wir haben das aber mal durchgerechnet und schon das ist extrem teuer, ist sowas wie ein Anrecht, temporär, vielleicht für 2 oder 3 Jahre im Lauf seiner Berufsbiografie, auf bezahlte Bürgerarbeit, auf selbstgesuchte, selbstdefinierte, gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeit, Non-Profit-Sektor, das würde tatsächlich viel mehr Raum öffnen für ehrenamtliches Engagement, für die Möglichkeit, mal zeitweise aus der Jobmühle rauszugehen. Das würde wahrscheinlich auch die Kreativität der Gesellschaft enorm fördern. Das ist kein Versprechen, dass man auf Dauer freigesetzt wird von Erwerbsarbeit. Das ist nämlich ein Versprechen, was von denen bezahlt werden muss, die noch weiter arbeiten. Mhm. Sondern das ist die Chance, ob man das jetzt ein Sabbatical, ein bezahltes Sabbatical nennt, was man nicht individuell ansparen muss, sondern als Bürgerrecht. Das ist die Chance, eine bestimmte Zeit in seinem Leben etwas anderes zu tun, was nicht ökonomischen Zwängen unterliegt. Das empfinde ich schon als einen enormen Freiheitsgewinn und das wäre vielleicht ein Schritt in eine Richtung, mit der man experimentieren kann. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, über weitere Experimente, weitere Gedanken und weitere Wege möglicherweise zu mehr sozialer Teilhabe angesichts des bevorstehenden Wandels der Arbeit, den uns Frau Domscheit-Berg hier heute vor Augen geführt hat, darf ich Sie für morgen Vormittag um 10 einladen, morgen für die Fachtagung, wo alle Aspekte, die wir hier heute nur anreißen konnten, dann noch einmal vertieft und intensiver besprochen werden. Ihnen
danke ich für Ihre Diskussionsbeiträge, Ihnen für Ihre Fragen und für Interesse. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Weg nach Hause und morgen eine gute Tagung. Herzlichen Dank.